So, da sind wir wieder und ich habe hier noch einen Nebenraum gefunden mit jede Menge tollen Sachen. So war's. Genau, hier eine RCS. Sogar T2. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Kurz nach oben schwimmen. Ha, sehr geil. Dann holen wir uns gleich die Schubdüsen. So, wie war denn das? Genau hier, dann so. Frachtbox, Zugriff. Auch ein bisschen komisch, dass das halt so geht, aber hey, egal. Das ging jetzt auch weg, okay. Ja, dann haben wir ja noch Platz. Ich würde das mal essen. Achso, halt, warte. Ich wollte hier diese Schubdüsen mitnehmen. Auf jeden Fall. Auch noch so eine Schubdüse. Ah ja, guck mal, hier sind auch diese großen. Sehr schön. Ja, gut, das ist eine Deko, aber es bringt, glaube ich, ich weiß gar nicht, bringt das was oder so? Nee, Deko bringt gar nichts mit dem Ding. Aber diese Schubdüsen bringen super tolles Zeug. Schon mal, also man könnte dann rein theoretisch ja schon überlegen, ein Raumschiff anzufangen, ein großes. Muss dann auf jeden Fall im Vergleich zum letzten noch über genügend Bewaffnung verfügen, damit wir uns auch wehren können gegen diese ganzen feindlichen Schiffe, die draußen im Weltall immer durch die Gegend gurken. Ja. Okay, das wird das. Huch, ups. Das war jetzt ein bisschen viel. Ah. Ist ja komisch. Ah, okay. Sehr schön. Was wir hier alles bekommen, ist Wahnsinn. Tja, jetzt beschwert sich noch ein, dass es so lange gedauert hat. Wobei man hätte auch gleich drauf kommen können, dass das der Reaktor war, ne? So schön rot, wie er da war. Naja, egal. Oder beziehungsweise der Kern, nicht der Reaktor. Jetzt hier drüben ist auch noch eins. Oder eine. Eine Schubdüse, genau.
Schuss. Ja, so, genau. Das zählt aber schon ganz schön mal. Ausdauer. Habe ich nicht noch einen Kaffee dabei oder so? Oder so Energiepillen? Nichts in der Richtung. Müssten wir eigentlich mal herstellen, ne? Treibstofftank, das ist gut. Ja, bitte. Alles rausnehmen. Ja. Das ist in Ordnung. Ne, mehr ist da nicht, okay. Schade. Ja, kurz warten. Schön. Hier noch irgendwas? Hm, ich sehe jetzt nichts. Okay. Weil klar, es sind jetzt längst nicht alle Teile, die wir benötigen, um wirklich sowas davon zu bauen. Aber wir haben ja so viele, zum Beispiel jetzt Treibstofftanks und alles, dass wir doch locker auch mindestens einen bauen könnten. Und das bezieht sich natürlich auf die anderen Komponenten ebenso, wo wir entsprechend ein paar Sachen dann bauen könnten. So, ich gehe mal nach unten. Achso, nehmen wir das hier raus, genau. So, wie ist der Kühlschrank und sowas? Ich weiß immer noch nicht wegen dem Schalter, wofür der hier da ist. Ich nehme mit. Ja, mechanische Komponenten haben oder nicht haben. Unser Anzug kann nichts mehr basteln. Ein echtes Problem. Mal schnell noch das steigen lassen und hoffen, dass es funktioniert. Dass es dann ausreicht hierfür. Komm schon los. Ach, sehr schön. So. Lampe. Ich weiß gar nicht, ob das zerlegbar war. Ah ja, ein bisschen was ging, okay. War hier noch irgendwas? Ne, hier war das mit dem Sauerstoff und so. Könnte man auch das noch zerlegen. Und dann müssten wir auch schon an die Oberfläche. Ich muss nur kurz gucken, weil gleich wird sich das nicht mehr regenerieren, wenn wir zu hungrig sind. Na komm schon, schneller. Das ist noch ein Treibstofftank. Ah, okay. Gut, wir müssten jetzt eigentlich das hier noch zerlegen, sehe ich gerade. Die Anzugstation. Ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts auf oder ein. Außer von wegen so, hey, schnell raus hier. Und hoffen, ja, weil wir sind halt echt angeschlagen, ne? Das Einzige, was wir jetzt versuchen können, ist irgendwie da hinten an Land zu kommen. Ach, scheiße. Na gut, aber die Sachen liegen auf unserem Schiff, das ist in Ordnung. Wenn wir jetzt in der Nähe spawnen, müsste es eigentlich funktionieren. Ätzend. Ach ja, ich wollte das Geschütz vorne noch abbauen, siehst du? Ach, das ist ja schön. Das ist ja richtig gut. Kurz hier hinsetzen. Das darf ich nicht vergessen, siehst du? Das Geschütz wollte ich doch noch mitnehmen.
Das wäre super ärgerlich, wenn wir das nicht nehmen würden. Und irgendwo da drin war doch auch noch so ein Kasten. Ach hier, guck mal. Hinter der Seite sind auch noch Düsen. Die haben wir gar nicht gesehen. Warte, noch ein bisschen näher ran. Dann kann ich das direkt von hier aus abbauen. So. Also, wir müssen nach oben schwimmen, das hat keinen Sinn. So. Manchmal rutscht man hier halt echt mega weit, ne? Mhm. Hier ist ja nur zerlegen, nicht kaputt machen. Okay, das dauert. So, und jetzt das Geschütz. Hehehe, Raketenwerfergeschütz. Okay, wir sehen, wie viele Punkte das hat. Das dauert eine ganze Weile. Das wird vorne bei einem Geschütz dann, glaube ich, ähnlich sein. Hammer. Das ist echt ganz schön heftig. Jetzt erst 600 Hitpoints weg. Ja. Gut, jetzt sind wir schon bei 800, aber trotzdem. Alter Schwede. Ja gut, aber es lohnt sich, ne? Gerade Geschütze, super coole Ressourcen dabei. Sehr geil. Geschafft. Yay! Das nehmen wir jetzt auch für heute nochmal mit, weil ich eigentlich nämlich gerne wissen möchte, was wir denn alles kriegen. Genau. Also ich sehe schon, da werden wir gleich eine Weile warten müssen. Mhm. Vielleicht nochmal so ein Energy machen. Ja, geht. Machen wir einfach gleich zwei. Geht sogar relativ schnell. Okay, wenn ich überlege, wie, oder wenn ich sehe, wie schnell es sich gerade auffüllt, ist das auch in Ordnung. Vielleicht wirkt der Energy ja noch, obwohl wir tot waren eigentlich. Ja. Könnte sein. Ja, einfach schnell weitermachen. So, jetzt haben wir schon 2000 Punkte erledigt. Dann, das kommt einem, glaube ich, nur so lange vor, aber eigentlich ist es recht zügig. Wenn wir denken, dass wir sonst gar kein Gerät hätten zum Wegschrabbeln. Mhm. Gleich geschafft. Regenerieren lassen. Ah, jetzt geht's nicht mehr so schnell, ne? Warum? Also, mehr konnte ich jetzt nicht. Mehr Energy. Ja, dann warten wir kurz einen Moment, so was ich bis aber 250 ist, dann müsste es reichen, dass wir den Rest abbauen können. Geht ja relativ zügig. Okay, ich warte nicht ganz so lange. Ich bin zu ungeduldig, ich muss es zugeben. Tut mir leid. Okay, jetzt haben wir knapp die Hälfte geschafft. Also nochmal bis knapp 200, ein bisschen mehr warten und dann haben wir es geschafft. Aber es geht also relativ schnell mit dem Verhungern, ne? Das finde ich ein bisschen schade, dass das so zügig geht. Also man müsste sich praktisch schon jetzt darum kümmern, weil man ansonsten gleich verhungert ist. Ja, also das ist echt sehr, sehr schnell jedes Mal. Schade eigentlich.
Ja, wobei man hat ja diese Leiste und sieht sie die ganze Zeit, also man wird ja darauf vorbereitet, so nach dem Motto, hey, du hast gerade Hunger, es wird immer weniger, kümmere dich da jetzt mal drum. Also beschweren kann man sich da eigentlich nicht, das stimmt schon. Also das hat sich sowas von gelohnt. Ja, definitiv. Okay, genau, doch zugreifen. Ich nehme mal das Holz an mich und pack mal die Sachen, die hier nicht ganz so wichtig sind. Packe ich mal weg, wie zum Beispiel das hier. Genau, und das. Dafür packen wir dann das hier ein. Ha. Ah, kann man leider nicht verwerten. Das heißt aber, ich werde jetzt vorne das Geschütz nicht auch noch wegnehmen können. Und hier drüben weiß ich es gar nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, da wären sogar noch zwei von diesen Düsen da. Okay, was ist denn das da? Ja, aber ich muss jetzt erstmal was zu essen finden. Also gehen wir da hinten erstmal an Land und hoffen, dass wir... Ja, ja, das fängt schon wieder an. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Fühlt sich sehr hungrig. Oh, das merke ich. Das sehe ich. Hier vorne vielleicht. Vielleicht wieder ein paar Wurzeln oder sowas, an denen wir rumnagen können. Nee, alles nichts. So ein bisschen an der Baumrinde nuckeln, das wäre vielleicht auch noch was. Nee, ist alles nichts. Mist. Naja, müssen wir uns dann halt beim nächsten Mal drum kümmern. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.